Nochmal, es war gestern Abend die Veranstaltung beim Zirkus Roncalli. Da hat Uli Hoeneß den Satz gesagt, unser Trainer kriegt alles, was notwendig ist, in Anspielung auf oder in Anlehnung auf die Wintertransfers. Was ist denn notwendig? Hat er sicher auf Transfers gesagt oder hat er gemeint von seinem Bäcker am Tegernsee? Ich glaube, es waren die Transfers. Die Leberkäse. Dann wird es teuer für ihn, wenn er das so gesagt hat. Dann holen wir das raus, sobald im Januar die Transferperiode wieder eröffnet wird. Nein, wir sind da dran und es ist auch wichtig, Lob, wenn es denn eins war, nicht zu persönlich zu nehmen. Und wir werden immer versuchen, bedenken Sie, es gibt Asien Cup, es gibt Afrika Cup. Wir haben mindestens 3 Spieler, glaube ich, die wir abstellen müssen, dann auch im Januar bis zu 4 Wochen. Sie wissen, was 4 Wochen bei uns bedeuten, bei unserem Spielplan oder hoffentlich bedeuten und bedeuten können. Deshalb haben wir natürlich die Augen, die Ohren offen und versuchen, wie immer in jeder Transferperiode, unsere Mannschaft zu stärken. Und ich hoffe, dass uns das gelingt. Es ist nicht einfach im Winter.